So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Das hat den Hintergrund zum einen, dass heute die Investment und Business Day eröffnet haben. Und hier ist eben heute ein Ganztages-Event von JFD Brokers am Start. Und um 9.30 Uhr ist hier Christian Kämmerer im Kanal 1 auch zu sehen und zu hören. Also hier kann sich jeder anmelden. Die Links gab es die letzten Tage auch im Stream. Und das sind wirklich sehr interessante Beiträge vorhanden. Deshalb halten wir das auch kurz. Die Märkte machen jetzt heute das, was sie vielleicht schon auch gestern hätte machen könnten oder hätten machen sollen. Das zweite Verkaufslimit im Dow Jones wurde nicht ausgeführt, also das Short Limit. Beim anderen gab es dann, ja, sage ich mal, ein Überschießen bzw. auf die 17.100. Aktuell steht er 150 Punkte drunter und der Short ist rund 100 Punkte im Plus. Also auch wirklich nichts Überraschendes für die Zuhörer hier bei den Live-Videos. Der Stopp lag hier oben, den kann man jetzt direkt, eigentlich hier auf das letzte Hoch setzen. Das Verkaufslimit wird dann sozusagen gestrichen und diese Position versuche ich jetzt zwar schon einmal aufzuteilen, aber möglichst weit in den Gewinn zu bringen. Also Ziel ist hier die 16.670 rum, 60. Und ein Teilverkauf, wie es auch schon gestern angedacht ist, wird hier trotzdem bei 200 Punkten plus dann erfolgen. Allerdings könnte es hier jetzt auch deutlich tiefer gehen. Im DAX wurde ja eine Kaufzone gestern schon, sag ich mal, bereitgestellt, aber allerdings keine Limits vergeben, da halt doch hier der Dow Jones das führende Element ist. Und hier sieht es eben so aus, als würde er deutlich tiefer gehen. Deswegen hier werde ich jetzt keine Trades eingehen. Wer ganz kurzfristig, ja, in absolut Intraday im 5-Minuten-Chart oder 15-Minuten-Chart unterwegs ist, findet sicherlich oder dürfte sicherlich ein paar, noch hier auch einen Einstieg finden, auch trendbestätigten Einstieg. Aber ich lasse das aus, da ich eben heute auch beschäftigt bin noch im Tagesverlauf. Im Tageschart kommt er jetzt hier mit an eine ehemalige Gap-Zone heran und ist aber unterstützend von der Unterkante des Rainbows bzw. der EMA10. Im Forex-Bereich habe ich ja gestern Nacht noch hier im Video erwähnt, dass sich hier dann eine Korrektur jetzt wirklich anbahnt. Man hätte hier fertig zählen können, aber ich wollte jetzt nicht in der Nacht um 23 Uhr hier Verkäufe tätigen, hat ja niemand nachvollziehen können. Ich bleibe jetzt hier investiert. Wie man hier sieht, ist im Stundenchart ist er auf den EMA 50 aufgetroffen. Das war eben auch hier schon angedacht, dass sich das eben hier aber sich als eine Impulswelle hier als fertig zählen, als es könnte hier fertig sein und deswegen kann sie auch einen zweiten Rücksetzer eben nochmal an die 0735 kann jetzt hier sich fortsetzen noch. Deswegen wird hier kein neuer oder eine Pyramidisierung stattfinden im Moment. Euro gegen Pfund, ja, hat hier keinen Tief gemacht. Hier werde ich höchstwahrscheinlich im Tagesverlauf auch frühzeitig rausgehen, der Stopp sitzt. Bin da jetzt nicht hier immer noch nicht überzeugt von dem Setup. Und Euro-Australischer Dollar konnte sich hier ein bisschen absetzen. Hier kann eventuell auch eben was fertig sein nach oben und dann dürfte aber eine weitere Verkaufswelle eben noch folgen. Also hier oben wird dann eine Verkaufs-, eine Short-Order dann platziert. Diesen Move handle ich nicht. Zu
zu einem kanadischen Dollar jeweils. Hier Euro gegen kanadische Dollar passt das Chartbild. Und hier habe ich ja gesagt, Euro gegen kanadischen Dollar muss ich hier eine eben heute definitiv was Bullisches zeigen. Bislang ist es leicht bullisch, jetzt nicht wahnsinnig, aber der Tag ist ja noch lang. Also das war es jetzt kurz und bündig. Schauen wir noch kurz zum DAX. Der hat ja vorhin ein neues Tagestief hingelegt. Ja, steht bei 9633. Ist ja eine Unterstützungszone angelangt und sollte ja leicht nach oben abprallen und dann eventuell nochmals tiefer fallen. In Richtung 9,4 vielleicht, aber dafür ist halt hier der Dow Jones eher verantwortlich. Das war's, nochmal der Hinweis, die Investment und Business Days haben heute gestartet und Chris spricht jetzt 9.30 Uhr, deswegen bin ich auch gerade rechtzeitig fertig geworden. Die Anmeldung ist kostenlos und man kann hier eben sehr viele Webinare, Trading Rooms sind hier eröffnet. Jeden Tag ist was geboten und heute ist eben der Ganztages-Event von JFD Brokers gesponsert. Das war's, danke und bis später.